Herzlich willkommen zurück zu Factorio mit dem Drakentier. Und dem Krakentier, der fast seinen Einsatz nicht finden bekommen hätte, weil er husten musste. Ja, passiert halt. Alter, jetzt haben wir aber so viele Bauroboter. Ich hab gerade. Ja, da waren Warte mal halt, wie kurz. gesagt, da Du, hingen irgendwie ich hab mit 1000 in deinen. der Kiste. Ich hab mit deinem Blueprint. Ich hab mit deinem Blueprint hier gestibitzt. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, Urheberrechte. 6, 12 Stück von diesen Blueprints dahingesetzt. Urheberrechte. Ja, dann heb halt deine Uhr auf. Ist mir doch wurscht. Okay, ich habe von der Let also Mitte der letzten Folge bis jetzt einfach unsere Solarmodule von 1500 auf 2400 hochgebracht. Was also übertrieben? Minimal. Sagte der hier gerade einen gigantischen Akkupark hochzieht. Ja. Also wir reden wirklich von gigantösem Ausmaß. Nein, nein, du weißt immer noch nicht, wie gigantisch ich es gerade übertreibe. Glaube, ich mache hier gewissen anderen Let's Playern gerade gigantisch den Gar aus, was hier die Führung an Übertreibungen angeht. Man wird mich Master auf Übertreibung nennen, mit diesem Projekt hier fertig bin. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte Passt da, ne? Okay. Mein Akkupark hier hinten ist fertig geplant. Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch so viele Solarmodule haben. Also viele Akkus. Haben wir irgendwo einen Einblick ins System gerade hier hinten? Nee. Schau mal auf die Map. Tu mir mal bitte den Gefallen und schau dahin, wo ich oben meine Module bauen wollte. Ja. Siehst du diese blaue Fläche? Alles Solarmodule. Wow, da übertreibt er. Ja, ich muss auch übertreiben. Hallo, wir sind jetzt bei 103. Ja, gut, ich bin jetzt gespannt, wie das ausschaut. Wir müssen ja diesen Akkupark, den du da hingeknallt hast, müssen wir ja auch irgendwie mit Strom versorgen. Der muss ja geladen werden. Ja, ich hab da einen gigantischen Akkupark hingebaut. Gigantös. Ich hoffe es doch. Ja, okay, jetzt springen nämlich unsere Wasserturbinen wieder an. Ja, aber Akkus haben auch ein bisschen Power. Jetzt müssen wir mit 10 Gigajoule zurechtkommen. Kann das sein, dass wir Oder? keine Akkus mehr im System haben? Möglich, ich weiß nicht, wie viele du angefordert hast. Noch 600? Könnte eventuell eng werden, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ich das hier irgendwo mal? Habe ich irgendwo eine Kiste, wo ich das fix einsehen kann? Wir haben 3400 Akkus. Was war das? Also das war Turmfeuerrate oder sowas, hatte ich hier erforscht. Ah, Laserturmfeuerrate 6 ist die letzte. Dann forschen wir die halt auch noch. Ja, das sind noch nicht mal alle. Da kommen noch ein paar. Nämlich noch 600. Also haben wir dann 4K-Akkus, das sollte reichen. Auf Minutenintervall. Wo werden die Akkus eigentlich produziert? Irgendwo hier oben. Ne, irgendwo hier drüben. Ne. Hier werden Schienen produziert und hier werden Solarmodule produziert. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Eisenfässer produziert. Es ist tatsächlich der Fall, wir haben keine Akkus mehr im Netzwerk. Tja, Deswegen merkst du dauert auch was? so lange, bis die fertig werden. Aber wir bleiben irgendwie stabil bei 600 an einem Baujob. Das kann doch nicht sein, weil eigentlich ständig mal ein Akku rausgehen müsste. Also, hier geht ja auch regelmäßig ein Akku raus, aber die Anzahl der Baujobs wird nicht kleiner. 601 immer noch. Dann ist das Problem, dass irgendwann anfängt, dieser Bauplan zu despawnen. Aber die haben überall schon die Umspannwerke hingestellt, das heißt, ich könnte wieder drauf kopieren. Es wird langsam wieder Tag. Aber Strom hat diesmal vermutlich gereicht, oder? Über Diesmal Nacht? hat der Strom gereicht, ja. Das Ja, da kommen heißt, jetzt nochmal ein unsere. paar Ja, Akkus. komm, mit den gigantischen Mengen, die wir hier jetzt hochziehen, Das war ja muss alles das ja da. auch irgendwie funktionieren irgendwann mal, oder? War ja, wie gesagt, alles Ich da. meine, wir haben ja. Du hast unsere Akkus komplett verbraucht. Ja. Wenn ich das mal so freundlich anmerken darf.
hast vermutlich unsere Solarzellen dafür verbraucht, oder? Möglich. Guck mal. Wo habe ich die produziert? Nee, wir haben noch 1400. Ja. Ja, es sind noch 1400. Weißt du, was uns das sagt? Wir sollten noch mehr Akkuparks, Solarparks hinstellen. Ja, Problem ist, dass in der Solarpark-Blaupause auch ein. Ja, ich weiß, da sind Akkus drin. Immer noch 601 Aufträge, das kann da gar nicht hinhauen. Naja, ich kümmere mich jetzt erstmal um andere Sachen. Jetzt wieder um andere Sachen, so rum. Ich erfreue mich hauptsächlich jetzt gerade einmal an diesen Sachen. Nämlich, dass wir in kürzester Zeit unsere Stromprobleme komplett beseitigt haben. Was für Einheiten? Wir generieren jetzt 159 Megawatt mit Solarstrom. Und von den 159 Megawatt sind fast die Hälfte nur die Akkus, die sich vollladen. Die 3400 Akkus, wohlgemerkt. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Davon haben wir ein paar, ja. Also wir sind jetzt schon wieder bei 8 Gigajoule. Fast die Hälfte vom Strom ist geladen. Das heißt, wir haben ungefähr dann 16 Gigajoule über Nacht. Ich denke, das sollte irgendwie hinhauen. Die Frage ist, ob wir das, ich muss das echt, ich beobachte das jetzt einfach mal, muss ich, das ist wahrscheinlich für alle, die da zuschauen, scheiß langweilig. Ich gucke einfach mal, ob das Ganze jetzt irgendwie sauber funktioniert. Ach so, das war jetzt das Hauptproblem, dass die ja den Scheiß brauchen. Kriegen wir die Akkus tagsüber voll? Grün und rote Schaltkreise. Okay, wir sind bei 11 Gigajoule, also wir laden ungefähr pro Sekunde 0,1 Gigajoule, also 100 Megajoule rein. Sieht es ja nicht aus mit roten und grünen Schaltkreisen im Netzwerk. Rote haben wir gar nicht mehr so viele. Grüne sind unglaublich viele da. Okay, ich dachte jetzt auch, die roten müssten eigentlich. Na, 1500. Ich fordere die mittlerweile an so vielen Stellen an, aber das müsste trotzdem passen. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Modulen bin ich immer noch nicht weiter. Ich brauche 2 Chemiefabriken. Okay, es sieht so aus, als würden wir die Akkus tatsächlich über Tag voll bekommen. So ungefähr 16 Gigajoule jetzt. Was brauchen die hier? Geschwindigkeitsmodule 1. Ich bin mal wieder am Sterben. Oh. Ja. Ja, like this und this und this und hier bitte Geschwindigkeitsmodule 1 anfordern. So. Okay, jetzt ist ja, die Frage, erhöhen wir noch 20. Funktioniert das irgendwie? Chemiefabriken. Erstmal eins kurz hingesetzt, um zu gucken, wie rum es jetzt funktioniert. Ihr sollt Schwefelsäure herstellen. Die kommt vorne raus. Okay. Das heißt, kommt vorne raus. Ja, das ist doch schon mal eine wichtige Info. Ja, das sollte man wissen. Eben. Rohre habe ich keine mehr. Liebe Bots, bringt mir 50 Rohre. Die sollten wir dann ausreichend im System haben. Ja, wir haben ungefähr 700 gerade Rohre und 500 unterirdische, das reicht. Sollte. Akkus haben wir noch immer wieder nicht im System, da muss ich dann regelmäßig hochgucken, ob die den Akkupark halbwegs fertig gekriegt haben. Wurden mir jetzt schon Rohre gebracht oder stehe ich? Ich warte auch noch auf welche. Wir haben aber noch welche. Was machen denn unsere Bots? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich laden. Ich frage mich, was meine Katzen da gerade machen. Ich höre ganz komische Geräusche, die mir eigentlich nicht gefallen. Ach, da kommen jetzt tatsächlich Rohre. Okay. Achso, da kommen wir jetzt. Durch diese Tragerkapazität kommen natürlich jetzt auch bloß noch so 2-3 Stück und dann hast du gleich mal deine 50 Rohre. Ach, ja, ich warte. Schwefelsäure, Schwefelsäure. Dafür brauche ich Stahlplatten. Wasser. Wasser ist natürlich jetzt ein riesiges Problem. Weil? Ich hier jetzt so ohne weiteres keine fertige Wasserleitung habe. Das ist Petroleum. Das heißt, ich muss mir hier eine anbauen. Pumpen, pumpen, pumpen. 2 Pumpen.
Hier, pumpen. Pump und Pump. Kommt das jetzt her? Oh nee. Das kann ich doch sicherlich auch irgendwie eins weiter rüberziehen. Like this. Like this. Da kommt ein Schwarm Roboter vorbei, die einen halben Wald mit sich rumtragen. Die ist halt nicht von mir. Ausnahmsweise mal nicht. Wenn ich ja sonst dafür bekannt bin. Halbe Wälder und so weiter, aber diesmal nicht. Eher ganze. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die brauchen jetzt Schwefel und Metallplatten. Ja, Schmetallplatten. Wie machen wir das am blödesten? Nein, ich habe wieder irgendwelche Scheiße gebaut. Verdammt, wo? Fällt mir ein, dass ich auch gerade hier Bullshit gebaut habe. Oh ne, halt, ne, das ist so Bullshit war das gar nicht. Was hat er denn schon wieder für Scheiße gebaut? Ach, jetzt hat's wieder irgendwie Rohre, die mit Petroleum voll sein sollten, mit Schweröl geflutet. Ja, oh, das wird schwierig, das wieder auszusortieren. Ja, I know. Ach, deswegen. Ach, nein. Ja. Die Frage ist, reicht da einer? Okay, Wasser haben sie. Ach Gott. Eisen und Schwefel. Oh, da brauche ich ja sowieso nochmal ein Chemiewerk, fällt mir gerade ein. Pro Stück. Hey, Pünktchen. Ja, die kann ich eigentlich stehen lassen. Definitiv stehen lassen. Mit einem Greifarm versehen. Mit Strom beladen. Achso, hier brauche ich ja sowieso noch Strom. Naja, mit Strommasten brauche ich nicht geizen. Mehr. Und hier bitte Eisenplatten anfordern. Eisenplatten. Wo? Chemiewerke sind fertig, ja. Wieder ganz kurz hier checkt. Was hab ich denn hier einen gelben Teiler? Weg damit. Wie viel sollt ihr herstellen? Was ist denn hier zur Hölle? Was ist denn hier? Dann ist das ja easy. Ups. Ne, so nicht. So schon eher. Obwohl, die könnten wir eigentlich auch ein bisschen weiter hier hinbauen. Aufs Band, aufs Band. Schwefel, Schwefel. Das Wasser können wir direkt so anbinden. Das Petroleum müssen wir ein bisschen anders machen. Anders machen. Rohre, Wasser hier lang. Ja, jetzt hier nicht speichern. Wir haben noch ein paar Minuten. Oh, okay, jetzt habe ich das Schweröl wieder aus dem System raus. Gott sei Dank. Aber das können wir eigentlich auch gleich da dranhängen. Da ist Wasser und hier unten hat schon immer eine Petroleumleitung gesehen, oder nicht? Kann das sein, dass es die war, die du geflutet hast? Weil ich war der Meinung, dass das gerade eigentlich... Ja, das kann sein. Es tut mir leid. Petroleum war... Aber jetzt, wo geht die hin? Ah, an unsere Schwefelproduktion. Das heißt, das war definitiv mal Petroleum. Wo kommt der Bug jetzt ursprünglich her? Vermutlich aus der Richtung. Schweröl, 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 Schweröl.
Okay, das muss hier runter. Das muss hier runter. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Das muss hier hin und das hier hin. Okay. Ich bin nicht mehr so sicher, wie das eigentlich hätte aussehen müssen. Kommt denn hier jetzt wieder das blöde... Ne, hier kommt der Bug zumindest nicht her. Gucken wir mal in die Richtung. Hä? Das hier ist aber Schweröl. Hier kommt das Schweröl hier rein. Hier ist es aber auch drin. Das hier ist die ursprüngliche Petroleumsleitung. Das ist die originale Petroleumsleitung. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so rum einsortiere, habe ich was an dem Stutzen? Was habe ich jetzt an diesem Stutzen? Achso, das geht ja so sowieso nicht. Nochmal schnell einen Tank gebaut. T gedrückt. Ja, damit haben wir jetzt auch das. Schutzturm nicht. Schweröl haben wir mehr, als wir brauchen. Was läuft jetzt in diesem Tank? Schweröl. Ab jetzt ist hier aber auch wieder Petroleum dran, das heißt, ich muss jetzt bloß noch diese Leitung hier leer saugen. Okay, habe ich es jetzt zu hoch gesetzt? Oh ja. Wie voll die Leitung einfach nur war. 1,3 steht jetzt hier drin. Ich schmeiß das jetzt halt weg, aber ist nicht so schlimm. Weil wenn das halt abreißt, kriegst du es natürlich nicht wieder. Jetzt hat er ja auch wieder Petroleum nachgesaugt. Das Petroleum wird jetzt wieder ein bisschen weniger. Aber wir kriegen insgesamt wieder mehr rein. Was ist da zu viel? Wie, der hat zu viel Petroleum. Hä? Wieso ist denn jetzt hier überall noch ein Stück Scheiße drin? Denn wie kann denn jetzt in diesem Zwischenstück hier noch Schweröl liegen? Ist doch Bullshit. Weil von hier kommt Petroleum. Okay, der tut. Warum tut der nicht? Hier, die obersten laufen wieder. Das gleiche Problem. Ah, hier. Dieses blöde Mittelstück. Nee, es hat mir das Netzwerk wieder mit Schweröl geflutet. What? Kann das sein, dass das hier raus zurückläuft? Ja, sowas ist leider oft der Fall. Aber wir pumpen gerade wieder richtig Leichtöl rein. Damit pumpen wir auch wieder richtig Petroleum rein. Das war ja nicht das Problem. Schweröl haben wir jetzt auch wieder richtig viel am Start. Das heißt, wir können auch wieder... Okay, wir produzieren... Ja, okay, Flammenwerferbrennstoff haben wir noch genügend. Schmierstoffe haben wir auch. Hä? Schmiermittel haben wir genügend. Ach nee, das war so, okay. Liegt erstmal hier. Okay. Okay. Wow. Hier liegt jetzt erstmal wieder Petroleum an. Sehr gut. Bis dahin ist es erstmal fixed. Das Ursprungsproblem ist aber, dass jetzt hier in der Leitung... Also wir haben jetzt über Nacht, ich habe gerade nachgeschaut, 4 Gigajoule verbraucht. Wir haben 16. Noch immer Schweröl drin ist. Wir sind vorerst safe wieder. Nur noch Schweröl drin. Petroleum verbrauchen wir wieder genügend. Schweröl wird hauptsächlich in Festbrennstoffe verwandelt. Die wir ja auch en masse brauchen. Die Leitung sind jetzt wieder leer. Oh, da bist du ja. Das heißt, ich habe hier oben ein Stück vergessen. Nee, also das. Weil das nämlich noch nach hier unten ging. So, jetzt kommt hier erstmal wieder Petroleum rein. Damit läuft der Kunststoff erstmal wieder und damit sollte dann... Wow. Das war die Ader, okay. Das war nämlich unser hauptsächliches Problem, warum hier nicht mehr genügend Kunststoff angekommen ist. Wir hatten kaum Petroleum mehr.
Ich befürchte, dass wir in naher Zukunft das Ganze nochmal aufpumpen müssen. Hier ist aber auch nochmal ein Fakt zu weit angebaut. Hier ist auch nochmal Schweröl in der Leitung, wo es nicht hingehört. Okay. Aber zumindest wissen wir, da kommt jetzt dann langsam aber sicher was. Und damit werden wir dann anfangen, die Module zu produzieren. Unmengen. So, ich gucke, dass ich jetzt hier noch schnell den Strang leer gesaugt kriege. Das müssen wir mal in der Folge auf jeden Fall noch machen. Oh ja, stimmt, wir sind ja schon wieder am Folgenende. Oh Gott, warum sind wir schon wieder am Folgenende? Ja, das immer so, ja ganz so schnell gepasst. Wir haben 2700. Wir haben zwei, also tatsächliche Energiebedarf haben, sind wir jetzt übrigens bei 86 Megawatt. Die wir lockerst decken. Wir haben 17 Gigajoule an Akkukapazität und wir haben, ja gut, dass wir das alles vorproduziert haben, gell? ja, und damit haben wir dann auch Riesenmengen anderen Shit. So, okay. Na komm, die Leitung muss da mal leer gehen. So viel kann da gar nicht mehr drin sein. Gut, das ist halt eine riesige Leitung. Da ist jetzt schon überall nichts mehr drin. Warum bleibt das hier in diesem Zwischenstück? Was ist denn das für ein Stück? Ein Stück Scheiße. Jetzt wird hier Petroleum. Bis hierhin hat gereicht, aber hier ist wieder Schweröl im System. Der Druck reicht dann halt einfach nicht aus, um das dauerhaft sicherzustellen. Ja. Das ist jetzt Petroleum. In der Form korrekt. Frage ist, wie viel Leitung ist das noch? Ah, es ist halt noch ewig viel. Ah, Petroleum. Ah, jetzt drückt es langsam zurück. Bis hierhin. Ah, nee, Petroleum. Schon drück. Fix. Weiß ich hier das Stückchen nochmal? Petroleum. Hier hinten haben wir noch jede Menge Schweröl im System. Gehe ich jetzt einmal mit dem Tank raus. Petroleum, ja. Aber wo geht das eigentlich nach unten hin? Ach, hier an die Schwefelproduktion. Klack. Okay. Gut, lass uns doch hier mal Klack. Das Ganze beenden. Ja, warte, ich hab's gleich geschafft. Ja, ich muss ja bloß noch jetzt den Rest des Bugs ausfixen. Ja, nur noch, ist gut. Naja, das sind nicht mehr allzu viele Stück, wie man denken mag. Nur noch die paar hier oben. Jetzt haben wir hier erstmal wieder Petroleum. Damit läuft das mit die Batterieproduktion wieder. Nach unten hin haben wir noch ein bisschen Bullshit. Da werden jetzt einfach mal die kompletten Rohstückchen hier ausgetauscht. Natürlich ist das dann schlecht. Warum? Kann da jetzt mal bitte Petroleum anliegen? Ja, ansonsten mache ich das halt offscreen. So viel so spannend ist das jetzt sowieso nicht. Das ist wahrscheinlich sowieso nicht. Warum liegt jetzt hier zum Beispiel kein Petroleum an? Weil es nicht mag. Und da oben kommt da aber nur noch Petroleum. Oder was ist hier in dem blöden Rohrstück drin? Jetzt ist da Petroleum drin. Klack, 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 klack. Wieso ist denn da immer noch Schweröl? Wo kommt es denn nur her? Aus diesem blöden unterirdischen Rohrstückchen? Warum ziehen die denn überhaupt Schweröl? Die Fabrik, die hinten dran hängt, braucht kein Schweröl. Tja, sag das mal der Fabrik. Ist jetzt hier Petroleum drin? Ne, hier ist jetzt gar nichts drin. Vor lauter Wut. Vor lauter Wut ist dann nichts mehr drinnen. Ja, machen wir halt Feierabend. Die Zeit nicht, das ist scheiße Zeug. Ja, es geht jetzt halt wirklich, es ist jetzt wirklich nichts mehr drin hier. Bis jetzt auf einmal ist es leer. Ja. Da ist Petroleum drin. Das stimmt wenig. Jetzt hat's. Ach Mist, das habe ich natürlich hier. Jetzt muss aber ich noch einen Greifi setzen hier. Ist ja okay. Ich habe erstmal wieder Petroleum hier dran.
selbst aus irgendwelchen Gründen arbeiten dennoch unsere Werke nicht. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fabriken für rote Schaltkreise und du wirst es nicht glauben, aber sie kommen nicht hinterher, um hier den Bedarf zu decken. Es ist schwer zum... Naja, reden wir nicht drüber. Es hängt halt wirklich bis in den letzten Winkel dieses beschissene Schweröl noch drin. Ja, es tut mir leid, aber das können wir das nächste Mal machen. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Jetzt habe ich natürlich hier das Rohrstück falsch schon besetzt. Ja, machen wir so. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bis dann. Servus. Ciao.